Manche Gemüsesorten sind ja ein Garant im Garten, nicht? Das muss man ja mal sagen. Wie dieses, was ich heute aussehe. So, Platte voll. Da mache ich auch gleich eine ganze Palette von, weil nicht, dass wir so viel brauchen, aber ich bin da halt mutig. Rote Rüben. Wahlweise auch rote Beete genannt. Kann man die genug haben, schmecken mega gut und man kann echt so viel von machen. Können Sie übrigens in diesem Video sehen. Ich habe mir gedacht, ich nehme mir einfach nochmal ein anderes Gemüse und zeige Ihnen, wie das so einfach geht. Bleiben Sie mal dran. Wird eine spannende Geschichte. Ich sehe die Dinger kurz aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Die ersten rote Beete. Gucken Sie sich mal die Samen an, sind die nicht witzig? Die sehen echt komisch aus, ne? Und wenn man sich dann mal überlegt, dass aus diesen Dingern mal solche schönen großen roten Knollen werden, ist echt unglaublich. Also, ich sag ja, ist immer wieder erstaunlich, was die Natur uns so gibt. Ja, Sie sehen, ich stecke jetzt hier mal kurz meine Samen in die Erde. Da müssen Sie ja nicht dranbleiben, genauso wenig wie Sie dranbleiben müssen, bis die Dinger wachsen. Da gucken wir dann gleich mal. Ich mache das schnell fertig und dann sehen wir uns, wenn die ersten aus der Erde gucken. Bis gleich. Ich habe ja ich bin sprachlos. Ich habe ja bei der roten Beete, ich fange echt an zu stottern, Entschuldigung, aber mich haut das so ein bisschen um. Ich habe ja, haben Sie ja eben gesehen, die rote Beete in jedes Loch einen einzigen Samen reingemacht. Gut, man kennt das ja von Eltern, also von Menschen. Da gibt es ja ab und zu mal Zwillinge, ganz selten mal Drillinge und ganz, ganz selten auch mal Vierlinge. Warum ich hier allerdings dauerhaft Zwillinge, manchmal Drillinge oder auch mal Vierlinge habe, das weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja, die werden jetzt auch alle umgetopft. Ich bin ja so ein bisschen froh, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 4 Löcher, wo nichts gekommen ist. Dafür ist in den anderen jeweils mindestens 2 rote Beete gewachsen. Das heißt so viel wie rund 100 rote Beete Pflanzen. Also falls einer von den rote Beete braucht, ich habe genug davon, können Sie sich gerne melden. Ja, müssten Sie dann aber selber abholen. So, dann wollen wir mal anfangen. Das Prinzip jetzt ist denkbar einfach. Eigentlich wäre das so gewesen, bei den 50 Pflanzen hätte ich mir die stärksten ausgesucht. Und die wären dann in einzelne Töpfe gekommen. Wie Sie jetzt ja sehen, ist das nicht ganz so möglich, weil die sind halt alle was geworden. Ich suche trotzdem die stärksten Pflanzen raus, aber die kommen wieder in die gleiche Anzucht, also nicht in die gleiche, in eine andere Anzuchtplatte, auch mit 54 Löchern. Damit sie dann jetzt auch kräftig werden können. Also es ist mir noch nie vorgekommen. Sie sehen ja, die sind auch alle ein bisschen länger geworden. Aber auch da ist nicht das Problem. Das ist wie bei Kohlrabi und allem anderen. Da pflanzt man die einfach ein bisschen tiefer und fertig ist. Da
sind die auch sehr schmerzbefreit. Und rote Beete sowieso, ja, ähnlich wie bei Mangold, die sind schmerzbefreit. Die wollen einfach nur wachsen. Von mir dürfen sie das. So. Anzugblatt ist fertig. Naja, fast. Ich habe letztens übrigens einen Kommentar in meinen Videos gehabt. Sag mal, wieso machst du das alles zu Hause? Ja, wo sonst? Im Garten geht nicht, da ist noch zu kalt. Und hier haben wir, ich sag mal, klimatisch sehr, sehr gute Bedingungen hier oben, sodass das Gemüse wunderbar wachsen kann. Und das wollen wir ja nutzen. Ich meine, wir wollen ja ein bisschen was an Gemüse ernten. So, ich fange mal an hier. Gleich 3. Super. Dann wollen wir mal rein. Aber schöne Wurzeln haben sie bekommen. Wie gesagt, kriegt jetzt jede Pflanze ein eigenes Loch. Ein bisschen Erde drumherum. Nachher Wasser. Und fertig. Und schon warten wir noch mal 14 Tage und dann geht das Ganze raus in die Freiheit. Ich denke, wird eine gute Ernte dieses Jahr werden. Wir sehen uns gleich draußen im Garten. Ich mache das mal fix fertig, nicht? Wie ich meine rote Beete gepflanzt habe, das brauche ich Ihnen ja wahrscheinlich nicht zeigen. Die habe ich hier zwischengesetzt, zwischen dem Rotkohl und dem Weißkohl, weil sie ist ja relativ schnell. Ich habe hier vorne noch so meine letzten 4, die ich noch über hatte, noch hingepflanzt. Und wenn man da mal unterguckt, so ganz langsam, bilden sich auch schon die ersten Knollen. Aber ein paar Wochen müssen wir noch warten und dann geht es ans Ernten. Schauen wir gleich nochmal, was? Jetzt findet man die rote Beete kaum noch, weil wir sind jetzt so ungefähr 3-4 Wochen weiter. Und eigentlich ist jetzt so Noterntezeit, wie ich es mal nenne, weil der Kohl macht jetzt ernst. Sie sehen, also der macht sich unheimlich breit, was bei Kohl auch normal ist irgendwann. Aber jetzt muss die rote Beete hier raus. Und es ist ja so eine Sache, such erstmal die rote Beete. So ein paar sehe ich hier, aber ja, nimm mal die. Oh, okay, es hat funktioniert. Rote Beete unterm Kohl. Jetzt gucken Sie sich das an. Also optimal, oder? Ich denke mal, die eher so in der Mitte sind. Das sind die, die noch ein bisschen kleiner sind. Aber genau sowas wollte ich auch haben. Ich wollte kleine haben, die ich dann auch einkochen kann. So als ganze Kugeln halt. Aber die sind schon mal top. Heißt es wohl Erntezeit. Dann mache ich mich jetzt hier mal ran und hole mir so meine rote Beete zwischen dem Kohl raus. Und dann kann der Kohl sich auch schön breit machen. Und dann haben wir schon den ersten Kram in diesem Jahr geerntet und natürlich auch verarbeitet. Apropos verarbeiten. Da sind wir nämlich schon am Ende dieses Videos angekommen. Sie abonnieren jetzt einfach mal meinen Kanal, wenn Sie es nicht schon gemacht haben. Und dann bleiben Sie mal dran bis nächste Woche, weil da kommt nämlich die Verarbeitung dieser roten Beete zur eingekochten rote Beete. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Sonntag. Ich hoffe, Sie hatten wieder ein bisschen Spaß. Hat Ihnen gefallen? Wenn ja, Daumen hoch. Wenn noch kein Abo da ist, einfach mal ganz fix ein Abo da lassen. Ich schmeiße mich jetzt hier an meine rote Beete. Wir sehen uns nächste Woche. Und machen Sie es gut. Ich bin unten im Keller. Bis dahin. So, klein, aber fein sind.